Man sagt immer so 2 bis 3 Atemzüge und man wird daran sterben. Jeder dritte Wohnungsbrand beginnt in der Küche. Oft ist die genaue Ursache unklar. In kalter Asche suchen Experten nach Hinweisen. Wenn die Wand warm gewesen wäre, hätte ich hier nicht so eine massive Rußfärbung. Feuer, eine Urgewalt, die Spuren hinterlässt. Jedes Jahr brennt es allein in Niedersachsen 26.000 Mal. So wie hier, in der Kleingartenkolonie in Helmstedt. Es ist der 4. Alarm in wenigen Wochen. Immer wieder brennen Lauben. Am Tag nach dem Brand sehen Monika Knob und Michael Dukas ihren Kleingarten das erste Mal. An Brand habe ich nie dran gedacht. Nie im ganzen Leben nicht. Niemals habe ich dran gedacht, dass sowas passiert, ja. Wie ist das Feuer ausgebrochen? Die Eigentümer können es sich nicht erklären. Oft haben sie hier mit dem Enkelkind gespielt. Guck mal, das ist noch einigermaßen heil. Du hast nichts abgekriegt. Wesen etwas. Ja. Der Schaden beträgt mindestens 20.000 Euro. Also ich bin jetzt total traurig, ne? Ganz traurig. Oh, alles kaputt, ne? Auch der Schrank hat angefangen zu brennen. Ne? Ja, den kann man auch nicht mehr gebrauchen. Ja. Nee, kann man nicht mehr gebrauchen. Die entscheidende Frage, war es Brandstiftung? In derselben Nacht brannte auch eine zweite Laube, nur wenige Meter entfernt, zur gleichen Zeit. Das ist verdächtig. Jetzt ermittelt die Polizei. Die Beamten haben Sebastian Hergesell eingeschaltet. Der 38-Jährige ist privater Brandursachenermittler und im gesamten Norden im Einsatz. Im Auftrag von Versicherungen oder Behörden. Ein Stück weit kriminalistisches Denken und Detektivarbeit ist es schon, weil ich auch immer versuche, mich so ein Stück weit rein zu versetzen. Dann stellt man sich natürlich die Frage, warum und wieso, wie kann der oder diejenige das gemacht haben. Und natürlich auch so ein Stück weit präventiv auch, weil auch mit jeder Ermittlung der Brandursache werden natürlich Rückschlüsse gezogen, wie es dann perspektivisch zu solchen Schäden nicht mehr kommen kann. Der Ingenieur untersucht heute eine der ausgebrannten Lauben. Hergesell sucht Spuren in Schutt und Asche, in Resten, die das Feuer übrig gelassen hat. Er braucht Indizien, die helfen, die Brandursache zu klären. Die Laube ist einsturzgefährdet. 800 Grad heiße Flammen haben sogar den Putz von den Wänden gerissen. Der Experte grenzt einzelne Bereiche ein. Ein möglicher Brandort, der Kamin. Ich gucke, ob der vielleicht noch in Betrieb gewesen ist. Es ist jetzt hier nichts angeschlossen. Es befindet sich Asche drin, die aber auch schon relativ alt ist. Aber ist jetzt erstmal unauffällig hier drin auch, ne? Der Ermittler geht stets von allen drei möglichen Ursachen aus. Brandstiftung, menschliches Versagen oder technischer Defekt. Bei einem Kabelbrand müssten die Drähte verschmolzen sein. Doch auch hier nichts. Auffällig ist der Stromkasten, eine Art Eigenbau. Die Laube ist nicht ans Stromnetz angeschlossen. Weil hier kein Strom angelegen hat und auch die Versorgung über die Autobatterien abgeklemmt gewesen ist. Hier fehlen Bauteile, die dafür notwendig gewesen wären, die auch nicht im Brandschutt liegen, sondern die hätten hier drin sein müssen. Von daher kann man hier die technische Ursache als Brandursache schon mal ausschließen. Aber wie und wo brach das Feuer dann aus? Vielleicht außerhalb? Und wenn ja, auf welcher Seite? Sebastian Hergesell hat gelernt, die Spuren der Flammen zu lesen. Ja, hier sieht man halt, dass quasi diese Wand noch relativ kalt gewesen ist, als dieses Fenster geberstet ist und sich das Rauchgas eben an der Wand niederschlagen konnte. Wenn die Wand warm gewesen wäre, hätte ich hier nicht so eine massive Rußfärbung eben an der Wand. Das heißt, Temperaturausbreitung auch wieder von vorn nach hinten. Die kalte Wand. Hier hat es nicht angefangen zu brennen. Hergesell sucht weiter, aus der Luft. Jetzt wird deutlich, auf der anderen Seite der Laube, auf der Terrasse, sind die Holzbalken am stärksten verbrannt. Das heißt, sehr wahrscheinlich brach das Feuer hier aus.
Unter dem Brandschutt auf der Terrasse zeigt sich ein verdächtiges Muster. Schwarze Flecken auf den Fliesen. Jeder Brandbeschleuniger ist ein Erdölprodukt. Und wenn er jetzt hier auf so eine Fläche ausgebracht wird, dann bleiben halt diese schwarzen Einbrennungen, um es mal einfach auszudrücken, zurück und bildet dann hier so eine lokale, sage ich mal, Schüttspur ab. Man muss immer differenzieren, es kann auch mal was abgetropft sein, aber hier passt dieses ganze Spurenbild einfach so zusammen, dass hier eine Lache, eine Flüssigkeit vorhanden gewesen ist, die eben hier am Fußboden abgebrannt ist. Für den Experten ein eindeutiges Bild. Ob absichtlich oder nicht, hier hat jemand etwas verschüttet. Und diese Rückstände kann man selbst Tage später messen, mit einem Spezialgerät. Also hier ist auf jeden Fall ein Ausschlag vorhanden, ein sehr hoher Ausschlag, was hier den Rückschluss zulässt, dass hier definitiv eine brennbare Flüssigkeit vorhanden gewesen ist. Sebastian Hergesell vermutet Benzin. Dieser Brandbeschleuniger wird bei Straftaten oft verwendet. Doch nur eine Laboruntersuchung kann das abschließend bestätigen. In 5 Tagen liegt das Ergebnis vor. Für die Polizei sind diese Spuren sehr wichtig. Ganz offensichtlich war hier ein Brandstifter unterwegs. Die wenigsten Brände werden absichtlich gelegt. Brandursache Nummer 1 ist Elektrizität. Feuer ausgelöst durch Kabelschäden oder überlastete Steckdosen. Werden zu viele große Geräte an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen, kann diese überhitzen. Die Wärmebildkamera zeigt das deutlich. Auch ein Föhn, dessen Glühdrähte noch heiß sind, kann Handtücher entzünden. Auf Platz 2 aller Brandursachen steht menschliches Fehlverhalten. Jeder dritte Wohnungsbrand beginnt in der Küche. Die meisten durch eine eingeschaltete Herdplatte. Ein Feuer kann aber nur entstehen, wenn brennbare Gegenstände auf dem Herd abgestellt werden. Aber dann geht es schnell, bis die Schränke Feuer fangen. Die Feuerwehr rät, einen Herd niemals als Ablagefläche zu nutzen. Realistische Alltagsszenarien werden hier trainiert, in der Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Celle. 130.000 Feuerwehrleute gibt es in Niedersachsen. In keinem nördlichen Bundesland sind es mehr. Das Haus auf dem Gelände der Feuerwehrschule wird mehrmals im Monat angezündet. Aufgabe heute: Feuerbekämpfung unter Atemschutz und Menschenrettung. Lars Marquardt ist für die Ausbildung verantwortlich. Ich gucke halt, ob die Haufen jeweils gut strukturiert sind, ob genug Anzugmaterial mit dabei ist, damit es eben eine gute Rauch-, aber eben auch Feuerentwicklung gibt. Flammen sind nicht die Hauptgefahr eines Brandes. Für Bewohner und Einsatzkräfte macht der Rauch jeden Feueralarm besonders gefährlich. Moderne Fertigmöbel aus verklebten Holzfasern lassen sich günstig herstellen. Sie brennen aber auch viel leichter. Also wir haben ja mittlerweile eine andere Herstellung von Möbeln. Das ist ja nicht mehr alles komplett festes Holz, sondern eben teilweise Presspappe. Und die Klebstoffe, die innen drin sind, die verbrennen letztendlich. Das ist eben die große Problematik heutzutage. Und die verbrennen auch deutlich heißer, als eben bei normalen alten Eichenholzmöbeln, die man so kennt. Der Rauch dieser Möbel ist zudem oft hochgiftig. Du kannst hier ganz gut sehen, wie langsam die Rauchschicht auch langsam runterkommt und wie langsam für euch der Raum auch ein bisschen enger wird. Man sagt immer so 2 bis 3 Atemzüge und man wird daran sterben. 95% aller Brandopfer sterben nicht an Verbrennungen, sondern weil sie Rauchgase einatmen. Jeder Feuerwehreinsatz folgt einem festen Schema. Nach einer ersten Erkundung geht ein Angriffstrupp ins Haus. Dieser ist mit sogenannten Pressluftatmern ausgerüstet. In den Flaschen befindet sich kein reiner Sauerstoff. Es ist vielmehr ganz normale Umgebungsluft, die zuvor gereinigt wurde. Jeder Feuerwehrmann trägt im Einsatz etwa 30 Kilo Gewicht. Das erste Zimmer
Hälfte mal liegen. Wenn man aus dem Treppenhaus rauskommt, stehen beide im Vollbrand. Im Einsatz sind alle Feuerwehrleute per Funk verbunden. Brandbekämpfung durchführen, verstanden. Etwa 30 Minuten reicht die Atemluft in den Flaschen und schützt vor dem giftigen Rauch. Während ein Trupp löscht, sucht ein zweites Team nach einer vermissten Person. Der erste Trupp hier gleich rauskommt. Ja. Dann gehst du rein als zweiter Trupp, dass wir zwei Trupps weiter drinnen haben. Ja, okay. Solange die Person nicht gefunden ist, machen wir, haben wir mindestens zwei Trupps drin. Eine Person ist noch vermisst. Eine Person ist noch vermisst. Ausbilder Lars Marquardt beobachtet die Abläufe genau. Mir fällt auf, dass die relativ lange gebraucht haben, um in den Innenangriff zu gehen und zu einer Person zu rennen. Weil das ist ja im Prinzip das, wo unsere größte Gefahr letztendlich ist. Wir haben eine Person, die vermisst ist im Feuer und hochzugehen. Da kann man auch im Zweifelsfall, wenn man weiß, dass der Brandraum, dass da keine Person drin ist, kann man auch die Tür gegebenenfalls schließen. Und dann eben relativ schnell den Rauch reinzudrücken, um dann zu sagen, ich rufe das restliche Haus ab. Doch das hat der Löschtrupp versäumt. Jetzt ist überall Rauch. Menschenrettung durchführen. Ist das so verstanden? Kommen. Ja, das ist so verstanden. Schließung oben im zweiten Druck an. Kommen. Bei jedem Brandeinsatz ist die erste und wichtigste Aufgabe für die Feuerwehr, Menschenleben zu retten. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Der erste Gruppenführer hat gute Maßnahmen getroffen, worauf ich super aufbauen konnte als Zugführer. Dass wir die Person noch nicht gefunden haben, ist halt so. Es ist Innenangriff, wir haben richtiges Feuer, viel Rauch, die sehen auch nicht so gut die Trupps, müssen sich im Dunkeln vortasten. Ja, da dauert auch so eine Personenrettung länger. Jeder Raum wird nach der sogenannten rechten Handregel abgesucht. Dabei tastet sich ein Retter mit der rechten Hand an der Wand entlang. Ein zweiter Feuerwehrmann geht neben ihm. Nimm die andere Hand, ich hab keine Hand. Die Gefahr bei der Personensuche, immer wieder lodern Flammen auf. Besonders gefährlich sind Gebäudebrände für die Bewohner. Am Rauch zu sterben geht schnell, daran das Bewusstsein zu verlieren noch schneller. Deshalb gilt immer, wenn es brennt, so schnell wie möglich einen Raum verlassen. Zweites OG abgesucht, Keller abgesucht, also Keller gerade abgesucht. Okay, direkt am Fenster liegt eine Puppe. Extra so hingelegt, dass man es auch gut sieht, weil die Sonne Licht ran scheint. Die haben das mir gerade gesagt, dass sie alles abgesucht haben mit zwei Trupps. Das ist doch Fabian, oder? Sprich mal mit dem. Die vermisste Person ist in diesem Fall nur ein Dummy. Ob eben mal gefunkt, dass die was gefunden haben? Nee. Genau. Das ist ein Lehrgang. Nachher können wir nicht sagen, wenn sie fertig sind, sie können es, sondern sie kriegen ein bisschen was beigebracht von uns. Und danach sollen sie im Prinzip zu Hause alles wieder anwenden, Erfahrungen sammeln. Und dann können sie letztendlich auch guter Feuerwehrmann sein. Über 3200 Wehren gibt es in Niedersachsen. Erstmals seit Jahren sind die Mitgliederzahlen der freiwilligen Feuerwehren wieder angestiegen. Laut Landesfeuerwehrverband gab es zudem noch nie so viele aktive Feuerwehrfrauen wie heute. Statistisch brennt es alle 10 Minuten in Deutschland. Das bedeutet auch viel Arbeit für Brandursachenermittler Sebastian Hergesell. Allein er untersucht 200 Brände im Jahr. Vor einer Woche waren es die Laubenbrände in Helmstedt. Der Ingenieur war im Auftrag der Polizei unterwegs. Ja, wie schon vor Ort vermutet, wurde hier eine brennbare Flüssigkeit ausgebracht und entzündet. Wir haben jetzt das Laborergebnis vorliegen. Bei dieser Flüssigkeit handelt es sich eindeutig um Benzin. Das heißt, es hat hier eine Brandstiftung stattgefunden. Es wurde Benzin ausgebracht und angezündet. Die Untersuchungsergebnisse vom Brandort wird Sebastian Hergesell in einem Gutachten zusammenfassen. Es sind weitere Beweise, die gegebenenfalls vor Gericht wichtig werden. Die Suche nach dem Brandstifter ist Aufgabe der Polizei. Fast täglich landen in der Werkstatt des Ermittlers neue Aufträge. Diese Friteuse stand in einem Imbiss.
Dort kam es nach Geschäftsschluss zu einem Feuer. Mehr weiß der Ermittler nicht. Häufig zerstören Flammen viele Hinweise. Vor allem Kunststoffteile schmelzen in der Hitze. In diesem Fall aber ist die Ursache schnell gefunden. Also es gibt hier eine abweichende Schalterstellung, die mir sagt, dass diese Fritteuse eingeschaltet gewesen ist und dass es hier zur Entzündung, zum Überkochen des Öles gekommen ist. Und ja, höchstwahrscheinlich wurde hier vergessen, die Fritteuse auszumachen nach Betriebsschluss. Also was eben auch dafür spricht, jetzt mal unabhängig von der Schalterstellung, man hat das rechte Becken, wo das Becken noch relativ sauber ist, keine Brandspuren innen drin aufweist und man hat hier im Inneren des Beckens sehr stark einen Ruß-Schmierfilm drin, was sagt, hier ist das Öl eben verbrannt. Und die Kombination aus den Spuren der Schalterstellung und dem Zustand des Beckens zeigt sehr eindeutig, dass der Brand in diesem Becken entstanden ist. Ob nun ein Einbrecher die Fritteuse angestellt hat oder der Besitzer sie nicht ausgeschaltet hat, spielt für den Gutachter keine Rolle. Er ermittelt die sichtbaren Indizien. Gut, das menschliche Fehlverhalten steht natürlich ganz weit vorn, was eben auch Schäden und Brände angeht. Oftmals hat man bei so Fritteusen, dass auch das Öl zu alt ist und es dann auch sich selbst entzünden kann. Aber solche Fehler, dass es quasi hier nicht ausgeschaltet wird, hat man schon häufig, ja. In diesem Fall verbrannte das Fett im Becken vollständig und richtete deshalb im Imbiss nur einen relativ kleinen Schaden an. Brennendes Öl wird vor allem dann gefährlich, wenn es falsch gelöscht wird. In der Feuerwehrakademie in Celle hat Ulrich Marquardt einen Versuch vorbereitet. Ja, so ist gut. Ja, danke. Bitte schön. Wir füllen da jetzt zunächst erstmal Wasser ein und jetzt fülle ich hier noch ein bisschen ganz normales Pflanzenfett ein, wie es in jedem Haushalt zum Kochen verwendet wird. Werden Fett oder Öl zu heiß, können sie von selbst Feuer fangen. Normale Herdplatten erzielen Temperaturen bis zu 400 Grad. Sonnenblumenöl erreicht schon bei 280 Grad seinen Brennpunkt. Das wäre jetzt die Situation, ich komme zum Beispiel wieder in die Küche rein, stell fest, die Fritteuse brennt, habe noch meinen Kaffeepott in der Hand und denke, dass es eine gute Idee ist, diesen Kaffee hier zum Löschen zu nehmen. Wasser ist schwerer als das Fett. Man kennt das ja, wenn man Speiseöl aufs Wasser kippt, dass es oben eine Schicht bildet. In diesem Fall ist es so, dass das Wasser dann in dieses heiße Fett eindringt. Das hat deutlich über 100 Grad. Das Wasser verdampft schlagartig. Aus einem Liter Wasser, was ich reingieße, werden 1700 Liter Wasserdampf. Der muss irgendwo Platz finden. In der Fritteuse ist nur Platz nach oben. Er tritt also aus, reißt das heiße Fett mit sich. Jeder, der jetzt am Herd steht, wird wohl lebensgefährlich verletzt. Doch wie löscht man richtig? Es ist ganz einfach. Ich nehme einfach den Deckel von der Fritteuse, lege ihn auf die Fritteuse. Habe ich gerade keinen Deckel, den Pizzateller, das Frühstücksbrett, völlig egal. Es muss nur größer sein als die Fritteuse. Drauflegen und die Flammen ersticken. Man sieht, das Feuer ist aus. Bei der Suche nach Brandstiftern helfen auch Kollegen der Polizei. Sie haben vier Pfoten und eine extrem empfindliche Nase. Schäferhund Alex bildet mit Kommissarin Nina Jürgensen ein Team. Platz, aus. Jetzt werden sich kleine Kinder freuen und sagen, jetzt geht's los. Genauso ist er auch drauf und der sucht halt für sein Leben gerne. Sechs Brandmittelspürhunde der Polizei sind in Niedersachsen im Einsatz. Laufend müssen die Hunde trainiert werden. Carsten Wild ist einer der Ausbilder in Arbergen bei Hildesheim.
Die Nase eines Hundes ist unbestechlich und jeder Technik weit überlegen. Der Hund filtert durch seine beiden Nasenflügel, filtert er die Gerüche anders, als wie wir Menschen das können. Das heißt, er kann links anders riechen als rechts. Das können wir nicht. Wir riechen mit der Nase als in Gänze. Und wenn man sich das Nasenloch zuhält, ein Nasenloch zuhält, weil wir auch Luft holen müssen, ist es für uns viel, viel schwieriger und man kann gar nicht so viel filtern, wie der Hund das macht. Die Hunde lernen, kleinste Spuren Brandbeschleuniger zu finden. In diesem Fall Diesel. 4-5 Tropfen waren es jetzt ungefähr. Sollte reichen. Es sollte reichen, dass die Hunde das ohne Probleme anzeigen können. Sitz. Wir haben dir jetzt mal auf dem Schuttberg eine Brandstelle nachgestellt. Und zwar, da ist ein Palettenhaufen, der abgebrannt ist. Und setz den Hund bitte mal von hier aus ein und versuch ihn so zu lenken, dass du ihn über den Schuttberg kriegst und alleine arbeiten lassen. Und gucken wir mal, was passiert. Schäferhund Alex hat den Geruch von über 100 brennbaren Flüssigkeiten abgespeichert. Sitz. Zugstoff. Anders als Menschen haben Hunde eine Schnüffelatmung. Beim Suchen atmet der Hund bis zu 300 Mal in der Minute ein, aber nur einmal aus. Hier, weiter. Prima. Weiter. Ständig strömen Duftmoleküle durch die Hundenase. Ja, Alex ist ein sehr erfahrener Hund, der ist schon lange dabei. Und man sieht, glaube ich, auch bei Nina, wenn sie so mit dem Hund umgeht, dass das ein Team ist, dass das ein super Teambuilding ist. Diese ganze Grundgehorsam, den sie dort vorführt, das ist eine Sache von langwieriger Arbeit. Die Spezialhunde schnüffeln sehr schnell sehr große Flächen ab. Einer Bengel. Es dauert nicht lange und Alex hat etwas in der Nase. Kein Bellen, kein Kratzen. Er verharrt still. Er friert ein, sagt der Fachmann. So hat es der Hund gelernt. Anzeige. Ja. Ja, super! Jawohl! Jawohl! Ja, super! Der lässt sich ein bisschen mehr Zeit mit der Anzeige. Also vergewissert sich halt noch ein zweites Mal, ne? Und das war schon ziemlich gut. Für den Hund ist das Ganze nur ein Spiel, das für die Ermittler jedoch sehr wichtige Hinweise auf Straftaten liefern kann. Zurück in der Werkstatt von Brandursachenermittler Sebastian Hergesell. Die gefährlichsten Geräte im Haushalt sind nicht Toaster oder Bügeleisen. Die meisten Brände gehen von Großgeräten wie Waschmaschine und Trockner aus. Dieses Kombigerät, ein sogenannter Waschtrockner, stand im Keller eines Restaurants. Also es gab da keinen Personenschaden, aber einen sehr hohen Sachschaden eben durch die Verrauchung, was sich dann auf das Inventar niedergeschlagen hat. Was am Ende passiert ist, ist für die Untersuchung erstmal unwesentlich, weil das Ergebnis sollte immer objektiv erstellt werden. Herr Gesell arbeitet im Auftrag der Versicherung. Seit 12 Jahren ist er jetzt im Job. Aus Erfahrung weiß er, bei solchen Geräten führen häufig Fehler an Kabeln oder Schaltern zu Bränden. Doch der Experte findet an der Maschine keine Hinweise. Weil auch hier die ganze Technik und auch der Motor zeigt keinerlei Auffälligkeiten, auch der Antriebsriemen, was gern mal eine Schwachstelle ist, wenn der drüber rutscht. Durch Schlupf entsteht Wärme, Reibung, der Gummi entzündet sich und dann kann es auch daran zur Entzündung kommen. Das heißt, dass die Maschine technisch noch in Ordnung war, als es in der Trommel zum Brand gekommen ist. Herr Gesell arbeitet nach dem Ausschlussverfahren. Alle Schwachstellen werden geprüft. Der Experte nimmt auch die Steuerungseinheit komplett auseinander. Sie ist zwar verbrannt, zeigt aber keine Auffälligkeiten. In nahezu jedem Haushalt sind Waschmaschinen und Wäschetrockner täglich in Gebrauch. Die Gefahr, die von diesen Geräten ausgeht, wird oft unterschätzt. Ingenieur Hergesell rät, sie nie unbeaufsichtigt laufen zu lassen. In diesem Brandversuch stoppt ein Kurzschluss den Trockner. Es dauert keine Minute und die Maschine brennt. Bei Waschmaschinen und Trockner besteht die Gefahr grundsätzlich, dass es ein sehr kompaktes technisches System ist. Wir haben eine Vielzahl an Zündquellen, elektrisch, wir haben heiße Oberflächen, wir haben die Temperaturen, die im Trocknungsprozess entstehen und somit sind Waschmaschinen und Wäschetrockner eine sehr häufige Zündquelle im Haushalt.
Schnell greifen die Flammen über, auf Tapete und Regal. Wenn man es statistisch mal auswertet, ist die häufigste Ursache an so einem Gerät, also insbesondere an einem Wäschetrockner, das Flusensieb, was halt nicht ordnungsgemäß sauber gemacht wird. Das heißt, die Flusen sammeln sich. Man hat dann in der Oberflächen Entzündungstemperaturen, die halt dazu führen, dass sich dann der Staub, die Flusen in dem Flusensieb dann entzünden. Das ist aus unserer Erfahrung die Hauptursache. Heißt für den Verbraucher, auch nach jedem Waschgang sollte eigentlich auch das Flusensieb gereinigt werden. In diesem Fall war das Sieb sauber. Doch warum ging der Waschtrockner dann in Flammen auf? Sebastian Hergesells Ergebnisse sind oft entscheidend, ob die Versicherung für den Schaden aufkommt oder nicht. Das ist interessant. Also man sieht, jetzt hier in der Trommel befindet sich noch Wäsche, die hier getrocknet wurde als letztes. Das sind Küchentücher, die sich hier befinden. Und man sieht eben auch, dass sehr verbrannte Reste hier unten in dem Deckel liegen. Das Brandbild ist auf wenigen Zentimetern sehr unterschiedlich. Die Maschine stand in einer Gaststätte. Dort wurde viel mit Speiseöl gearbeitet. Herr Gesell hat einen Verdacht. Also wenn ich mit so einem Tuch eine Lache von Frittieröl aufwische, sollte man das natürlich jetzt nicht mehr waschen. Die Gefahr besteht zum einen eben in der Verweildauer in den Geräten und zum anderen auch eine gewisse Produktunverträglichkeit. Das heißt, wenn ich dann auch noch ein Waschmittel habe, wo Bleichmittel vorhanden sind, die ja auf einer Oxidation basieren, beschleunige ich den Prozess und bringe nochmal eine Reaktion rein, die halt nochmal Temperatur erzeugt und diesen Prozess dieser Selbstentzündung dann begünstigt. Ölgetränkte Tücher sollten luftdicht verpackt und weggeworfen werden, rät der Experte. Die Versicherung könnte sich in diesem Fall weigern, den Brandschaden zu zahlen. Ölige Lappen zu waschen und in der Maschine zu trocknen, ist fahrlässig. Hitze, Waschmittel und Öle sind eine feuergefährliche Mischung. Das Problem ist der Wärmestau. Es entzündet sich nicht durch den Vorgang, sondern dass dann, wie jetzt hier in diesem Spalt, die Wäsche liegen bleibt und die Wärme nicht weg kann. Die Brandentstehung hat quasi zwischen der Trommel und der Luke in dem Bereich dieser Gummidichtung des Vibrationsringes stattgefunden. Also hier ist Wäsche dazwischen gerutscht, die hat sich entzündet und ist dann, der Brand hat sich dann zwischen Trommel und Gehäuse des Gerätes ausgebreitet. Der Experte wird sein Ergebnis der Restaurantversicherung melden. Sebastian Hergesell hat wieder einmal die Brandursache geklärt. Auch wenn Feuer oft nicht viel übrig lässt.